Raphael Wickis geht Schlag auf Schlag weiter am Sonntag, der Match im Schweizer Cup gegen Chiasso. Du hast gesagt, Tessiner spielt einen erfrischenden Fußball. Was meinst du ganz genau damit? Ja, wir haben jetzt die Match auch ein bisschen analysiert, von der Meisterschaft zumindest. Und das ist eine Mannschaft, die doch einen gepflegten Fußball probiert hat, spielen immer. Sie haben auch einen neuen Trainer da, einen Spanier, wo man sieht, dass sie einfach nicht nur die Ball blind nach vorne schießen, sondern wirklich irgendwo ein gutes Fußballprodukt da ist. Ob sie das morgen gehst oder am Sonntag gehst, auch wollen machen. Geh mal davon aus. Aber es ist eine Mannschaft, die wirklich irgendwo konstruktiv will nach vorne kommen. Wenn man es vergleicht mit dem Match vom Dienstag gegen Manchester, ist ja die Voraussetzung anders. Man ist das mal klarer Favorit. Wie gehst du mit dem um? Oder besser gesagt, ist das für dich eine mentale Sache, wenn man jetzt in Chiasso wieder genau das bringen kann, was du verlangst? Absolut. Man kann ja nicht die Match nicht vergleichen. Man kann eigentlich nichts von dem Match vergleichen, aber man kann verlangen. Und jeder Spieler muss das für sich verlangen, dass er die gleiche Einstellung und die gleiche Bereitschaft, wie er es am Dienstag im Old Trafford hatte, auch am Sonntag in Chiasso hat. Und das ist die Pflicht, das müssen wir in jedem Match machen. Und wenn wir das haben, bin ich überzeugt, dass wir die Match werden gewinnen. Am Schluss ist es eine Kopfsache. Ja. Kannst du vielleicht noch etwas zur Personalsituation sagen? Du hast gesagt, zwei Spiele gehen du 21. Wie sieht es hier genau aus? Genau, der Seredier ist nach wie vor verletzt nach dem Schlag auf den Füße, den er gegen Lausanne hatte. Der Germano Vailati ist leicht angeschlagen mit seiner Schulter. Sonst sind eigentlich alle Spieler gesund. Fimico Pullo hat ein Spezialprogramm an dem Wochenende, das er daran arbeiten muss. Und der Pedro Pacheco und der Manzambi, Nefta-Legende in der U21. Der Rest ist alles zur Verfügung. Und dann werden wir morgen noch schauen, welche 16 plus 2 Goalie mitreisen.